Dings Balkany, Grieze Karriere hinter sich, Herr Schauspieler, von amerikanischer Seite her. Wissen Sie, wer hinter Star dann schon, also durch Tarzan doch ein Witzstar, ein Begriff von einem Witzstar gewesen. Und er ist wie halt die Amerikaner sind, ich habe sehr viel dann später auch mit amerikanischen Produzenten gedreht. Und wie die Amerikaner sind, sie sind sehr offen. Und er war so ganz freundlich zu allen. Leider wenige können Englisch sprechen. Ich kann Englisch, deswegen hat er Verbindung mit mir gemacht. Hat mir manchmal eingeladen zum Abendessen. Er war sehr, sehr nett. Also muss ich sagen, da waren keine Star agieren. Der hat betrachtet alle, auch die Kaskadelle, als gleichwichtig. Hier Brice vielleicht ein wenig mehr zurückgezogen. Vielleicht konnte er auch nicht so viele Kontakte finden, weil da man die Sprache am 50. Deutsche heute. Nein, ich spreche auch Französisch, hat mich auch ein paar Mal eingeladen, zusammen zum Abendessen. Aber das Wichtige ist, dass wissen Sie, dass dieser Befehl wird sich uns ein. Und das ist bei Lenis Barke, passen Sie auf. Ich habe viel mit Amerikanern gedreht, die gesagt haben, große Filme, aber die privat sind sie sehr großzügig. Aufgrund von Kamera, die sind so, wie werden Sie sagen, wir lassen die Kino. Sie müssen wissen, beim amerikanischen Film, da waren wir für Auswahl der Rolle auf bis 20 Konkurrenten. Also da ist die Konkurrenz los. Und wir sind dann da gab es mit Ellbogen. Also das hat Lex Barke nicht gehabt. Und doch etwas ist da, ich habe mit Lex Barke eine Bekanntschaft gemacht, schon früher in Rom. Ein, zwei Jahre früher haben wir schon da getroffen, da in Park und so. Also muss ich sagen, also, wir müssen wissen, das eine ist, was die Presse auf Schauspieler macht, anders, was die privat sind. Wir sind alle Menschen. Und wenn wir diese menschliche Beziehung auf die Biene oder auch vor Kamera herstellen, dann kommt das raus, was hier ist. Das ist, wissen Sie was? Ich sage dir Karl May, er hat vor 150 Jahren geschrieben, den Winnetou, und hat damals geschrieben, dass der Indianer gleichwertig ist als der weiße Mann. Also da hat er angefangen, unbewusst zu Menschenrechte zu kämpfen. Das war das. Das, was einige Politiker in Bosnien nicht verstanden haben. Und das wissen Sie, diese Idee von Karl May, die zu Film übertragen ist, diese Idee von Brüderschaft, Halbbrüder, Winnetou und Old Shatterhand, das soll man wieder in Bosnien herstellen. Dass die alle Nationen, die da leben, weiterleben werden, wie sie vor 20 Jahren gelebt haben. Bosnien war wunderbar. Ich habe viele Filme da gedreht. Das sind wunderbare Menschen. Das war egal. Serbe, Kroate, Bosniake, Islamit, Katholik, Orthodox. Das war egal. Was die Politik macht, was Hass macht, was Krieg macht, das haben wir erlebt in Bosnien. Das wollen wir vermeiden. Wir wollen folgen der Idee von Winnetou. Ruhe und Brüderschaft. Und das war der Karl May als Vorreiter im Kampf für die